Nach einem windigen Wochenstart hier die aktuellen Meldungen. Sturmtief Sabine hat die Region in der Nacht zu Montag weitestgehend verschont. Vereinzelt gab es umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. Menschen wurden laut Medienberichten nicht verletzt. Allerdings führten Unwetterschäden zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr, unter anderem in Richtung Leipzig und Dresden. Lauchhammer arbeitet an einem Gesamtkonzept zur Stadtentwicklung. Notwendig sei das durch veränderte Rahmenbedingungen, vor allem in den Bereichen Bergbausanierung und Grundwasserwiederanstieg. Bürgermeister Roland Polenz erhofft sich davon Planungssicherheit für die weitere infrastrukturelle Entwicklung im gesamten Stadtgebiet. Zunächst wurde eine Lenkungsgruppe gebildet aus Vertretern von Stadt und Landkreis, Infrastrukturministerium und LMBV. Zum Stand des Konzepts sollen die Lauchhammeraner Mitte Juni und Mitte September informiert werden. Das Gesamtpapier für die Stadt soll am 30. Oktober 2020 vorliegen. Schwarzheide hat sich am vergangenen Sonnabend auf den Karnevalsendsport eingestimmt. Hunderte Närrinnen und Narren aus der Region gestalteten den traditionellen Umzug durch die Chemiestadt. In insgesamt 25 Bildern zogen die Karnevalisten von der Dorfaue in Richtung Narrenhof. Dort gab es dann die große Aftershow-Party. Weiter geht's beim SCC in der 41. Session mit insgesamt 4 Veranstaltungen in den kommenden 2 Wochen, bevor am 24. Februar dann die große Rosenmontagsparty steigt. Eindrücke vom Seenluft-24-Besuch beim Karnevalsumzug in Schwarzheide zeigen wir Ihnen ab Freitag. Beim DRK-Kreisverband Lausitz sind die Daten von Bürgern, Patienten und Kunden sicher. Das schreibt der Verband nach einer Pressemeldung der vergangenen Tage zu einem Datenleck beim Deutschen Roten Kreuz. Der Kreisverband Lausitz sei davon nicht betroffen. Er selbst betreibe keine Datenbanken, die vom Internet aus erreichbar seien. Die eingesetzte Technik werde regelmäßig strengen Sicherheitskontrollen unterzogen und gelte deshalb als sicher, so die Vorstandsvorsitzende Bianca Sebischka-Klaus. Ab sofort können Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren wieder sogenannte 50-50-Tickets nutzen. Das sind Taxigutscheine, mit denen sie zum halben Preis sicher von der Disco nach Hause fahren können. Sie gelten an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen, wenn die Tour in Brandenburg startet oder endet. Verkauft werden die Tickets seit heute in allen AOK-Service-Centern. Zur Verfügung stehen Karten im Gesamtwert von 125.000 Euro. In den Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald werden jährlich mehr als 5.000 50-50-Tickets verkauft. Zum Polizeibericht. Eine besorgte Familie aus Groß-Kmehlen hat sich Sonnabendvormittag bei der Polizei gemeldet. Die Tochter des Hauses habe 2 Ausländer, vermutlich Rumänen, eingelassen. Die Männer versuchten zu betteln, jedoch ohne Erfolg. Der Hauseigentümer setzte beide vor die Tür. Einige Zeit später meldeten sich weitere Anrufer, unter anderem aus Brieske und Senftenberg. Dort konnten Beamte 4 Personen kontrollieren. Sie gaben an, nach Deutschland gebracht worden zu sein, um hier ihren Unterhalt durch Betteln zu verdienen. Laut Polizei sei Betteln in Deutschland nicht verboten, dennoch sollten sie diese Personen nicht ins Haus lassen und keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen. Eine Sturmböe wurde einem Pkw Sonntagnacht zwischen Groß- und Kleinkmehlen zum Verhängnis. Der Wagen kam kurz nach 21 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Personen wurden nicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro. In der Lichterfelder Straße in Kleinleipisch haben Beamte Sonnabendvormittag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 26-Jährige hatte zunächst einen Drogentest abgelehnt. Erst als eine Blutprobe angekündigt wurde, stimmte er zu. Der Test verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Es folgten 2 Anzeigen und ein Hinweis an das Straßenverkehrsamt. Das also die Meldungen und jetzt geht's weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Auch nach Sturmtief Sabine bleibt es bis Donnerstag windig in der Region. Am Dienstag steigen die Temperaturen von 3 auf bis zu 7 Grad. Es sind leichte Schauer möglich. Mittwoch werden es 3 bis 6 Grad bei etwas Regen und am Donnerstag erwarten uns Werte zwischen 4 und 8 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.